Also, es gibt sehr viele Gesetze, auch für Produkte. Und es gibt verschiedene Rollen in der Supply Chain. Und Sie müssen erstmal wissen, was muss ich eigentlich tun, wenn ich Importeur bin oder wenn ich Hersteller bin oder quasi Hersteller. Und wie von Product IP unterstützen Sie dabei? Erstmal ein kleines Beispiel, wieso nicht jede Idee eine gute Idee ist. Ah, Achtung. Das war eine Lithium-Ion-Batterie in einer Art von Step-Scooter, die auch in Hoverboards ist. Für 4 Monate haben die holländische Behörde fast alle Hoverboards aus dem Markt genommen. Eigentlich ganz unerwartet, weil das Problem ist schon seit 3 Jahren bekannt. Es ist nicht ein Problem des Hoverboards, es ist ein Problem von der Batterie, die hat keine Sicherheit für Überladen. Es gibt aber auf Amazon auch Decke, die kann man kaufen. Dann kann man diese Batterie in diese Decke stecken und wenn die dann entbrennt, dann brennt das Haus nicht. So, für jedes Mangel gibt es auch wieder ein Produkt. Aber besser ist natürlich, eine Batterie zu haben, die sich selbst schützt. Und dafür gibt es einen Standard. Es gibt eigentlich für fast jedes Produkt eine Vorschrift, die die Risiken von so einem Produkt schon beeinträgt. Ja, ob es eine Kaffeemaschine ist oder eine Waschmaschine oder ein Leuchtmittel, gibt es auch für eine Batterie oder ein Fahrrad eine Vorschrift. Sie müssen das nicht alles selbst wieder ausfinden. Das ist nicht Ihr Beruf. Ihr Beruf ist als Unternehmer Risiko runterbringen und Gewinn hochbringen. Ja? Was sind eigentlich so die Rolle? Es gibt irgendwo einen Hersteller, OEM, Original Equipment Manufacturer, und es gibt einen Importeur, es gibt einen, deren Name auf das Produkt steht, dann gibt es Distributeur, das ist nicht der Logistik, aber das ist derjenige, der etwas ins Verkehr bringt, einen Laden, E-Commerce-Plattform. Das könnte auch Verschenken sein, jeder, der hier auf der Messe etwas verschenkt mit seinem Namen drauf, die hat die gleiche Haftung als einer, der das verkauft. Haftung und Geld sind nicht wichtig, es geht um Rolle, Namen drauf heißt schon Marke. Und dann sind wir natürlich alle auch selbst Konsument. Ich meine, Sie haben ja auch Kleidung an und Sachen zu Hause. Wir sind eigentlich fast immer alles. Die meisten Leute, die eine Gesellschaft haben, sind oft selbst Importeur und mit Internet natürlich auch Marke und eigentlich auch Distributeur. 3 Rollen zugleich. Aber was kauft der Konsument eigentlich? Der Konsument kauft nicht ein Versprechen von einem Hersteller irgendwo in Asien. Ja, sie sagen nicht, kauf mir diese Hoverboards, weil die sind von Herr Chen in Shanghai. Nein, sie machen eine Werbung rund um eine Marke. Eine Website ist auch eine Marke. Das heißt, Gesundheit. Sind allergisch für Europa, oder? Die Leute, die kaufen das Versprechen von einer Marke. Und Europa hat gesagt, in einem Framework, the new legislative framework, der Marke soll sich benehmen, als wäre er Hersteller. Wenn Sie Produkte auf den Markt bringen unter eigenem Namen, dann sind Sie, gratuliere jetzt auch, Besitzer von einer Fabrik. Sie sind ja quasi Hersteller. Und wenn Sie 10 Lieferanten haben, dann haben Sie eigentlich 10 Fabriken. Wie können Sie das alles im Auge behalten? Das geht eigentlich nicht. Ja, diese Fabriken müssen selbst Verantwortlichkeit nehmen und Sie müssen überwachen, wie gut Sie das machen. Gleich wie liefern die rechtzeitig, gehen die mit den Preisen mit, verstehen die überhaupt, was von Qualität ist, dass das Produkt auch tatsächlich macht, was ich zu den Kunden sage, dass er machen soll. Ja? Qualität, das heißt, Kunde kaufen, Marke. Das steht auch offiziell da, trauen Sie mich, ich habe das nicht selbst erfunden. Sie sind oft beides, Importeur und Marke, das macht aber nichts. Die Verantwortlichkeit von einem Importeur und Marke sind fast ähnlich. Wenn man schon Importeur ist, könnte man auch schon Marke sein. Da ist etwas Besonderes passiert, weil es gibt natürlich viele Routen von Produkten auf dem Markt, zum Beispiel für die FBA oder AliExpress, dass Konsumenten das selber kaufen oder sie bieten das an und Kunden kaufen bei ihnen, aber wird gleich von Hersteller verschickt. Und Europa hat gesagt, okay, dann ist eigentlich der Konsument ein Importeur. Ja, wer ist dann ein Hersteller? Ja, irgendwo einer in China. Was machen wir damit? Weil die Leute sollen dann Steuer zahlen, das ist einer, aber die Produkte sollen auch sicher sein. Und die Behörden haben da mit Amazon, mit Rakuten, AliExpress und eBay in 2017 eine Vereinbarung gemacht. Die haben gesagt, ihr müsst auch
den Markt im Auge behalten. Weil wir schaffen das nicht alleine. Und wenn ihr das nicht macht, dann werden wir andere Wege finden, diesen FBA-Plattformen haften zu lassen. Weil es gibt uns keinen anderen Weg. Okay, dann sind die in Bewegung gekommen. Und die haben da also diese Vereinbarung unterschrieben. Und darin steht, dass die innerhalb 2 Tage mitarbeiten, mit Hilfen, mit Behörden und innerhalb 5 Tage Informationen verschaffen über, wo sind die Produkte in dem Markt. Den Vorteil von FBA oder E-Commerce im Generellen ist, dass man weiß, wer die Kunde ist. Wenn die Leute etwas in den Laden gekauft haben, dann sind die Kunden weg, muss man über Zeitungen werben, aber mit E-Commerce könnte man quasi sagen, okay, wenn alles stimmt, logistisch auch, first in, first out, dann weiß ich, welche Kunde welche Periode was gekauft haben, könnte ich die über E-Mail schicken, Achtung, da ist etwas mangelhaft mit diesem Produkt, bitte tauschen oder Vorsicht oder diese Warnung beanspruchen. Ja? Das war 2017 und die haben versprochen, jede 6 Monate zu rapportieren und die Behörden sind dabei auch mit anderen Plattformen da Verabredungen zu machen. Das ist für ihnen wichtig, weil wir sehen schon, dass Amazon und eBay quasi die Rolle von Behörden übernehmen Richtung Markt. Weil die haben auch gesagt, wir werden unsere Kunden, das sind sie, da auch lernen, wie man vorgehen soll. Ja? 2019 habe ich gestern, das ist aktuell, gestern nochmal überprüft, welche Rückrufe gab es in Europa auf den SafetyGate-Plattform. Das ist die generelle Plattform, wo Europa Rückrufe listet, die das Schlüsselwort Online-Verkauf haben. Das sind das Produkte, die nur über Online-Plattformen angeboten sind. Da war Amazon 18 Mal, eBay 4, AliExpress 6, Rakuten war nicht da. Das heißt nicht, dass es keine Produkte gab über Rakuten, aber die französischen Behörden haben vielleicht da nicht Rakuten reingeschrieben. Wish war da, die war nicht in diesem Konvenant, nicht in dieser Verabredung in 2017, aber ist schon da. Und dann noch 12 über andere Plattformen. Da waren auch bol.com in Holland, ich glaube auch Fida XL dazu. Ja. Mal schon Beispiele, das ist dieses Jahr, was die Behörden da antreffen, was da falsch geht. Ja. Schönes Massagegerät, aber kann Nacken schon ganz schön kaputt machen. Etwas mehr als nur Spital. Brain Lesions. Da kann man das Produkt nicht mehr tauschen selbst. Muss Familie reingehen, um zu tauschen. Kerze. Was geht falsch mit Kerze? Die ist nicht stabil. Nicht stabil, das heißt, die fällt irgendwo mal um, gerade wenn Sie einen schönen Kaffee machen in die Küche und dann fängt schon an zu brennen. Kennen Sie? Pressure Cooker. Diesen Deckel, die soll zubleiben, besser. Wenn nicht, dann gibt es schon ganz viel Arbeit, diese Küche wieder sauber zu machen, wenn das das Schlimmste ist. Ne? Ganz neu, das passiert nicht viel. Das ist eine Uhr, die Rückruf ist über die Telekom-Richtlinie, eigentlich Datenschutz-Richtlinie. Alle Daten von den Uhren, das sind Kinderuhr, alle Daten von diesen Uhren sind ungespeichert, also unencrypted, verschickt worden auf einen Rechner, auf einen Server irgendwo. Diese Datei war auch nicht encrypted, war zugänglich für jeder. Und man könnte auch diesen Uhren beeinflussen. Jeder hat gewusst, wo sind die Kinder, wo laufen die, was haben die gemacht, was haben die gesagt. Alles könnte man sehen. Das heißt, ich könnte einen Rückruf bekommen über ein Uhr, weil ich den Datenschutz nicht betrachte. Ja, das geht. Das steht in der Telekom-Richtlinie. Ist interessant. Das ist auch komplex, weil ein Konsument wird nicht zurückgehen zu Laden und sagen, ich glaube, diese Uhr hat eine Datenverbindung, die nicht geschützt ist. Das sieht ein Konsument überhaupt nicht. Das muss ein Hacker herausfinden. Dann eine Leiter, Kinderspielwaren, Fasching-Klamotten, Bergsteiger-Produkte. Ja, man kann alles kaufen auf Amazon. Das heißt, man hat ein Seil, was nicht gut ist. Die ist verknüpft mit einer Gurte, die auch nicht gut ist. Aber wenn man dann runterfällt, hat man noch einen Helm, der auch nicht gut ist. Kommt man trotzdem im Spital und hat alles überlebt, dann sagen die Ärzte, Gott sei Dank, sie hatten einen Helm. Aber der Konsument weiß nicht, ob das gut ist, sieht sich einen Preis an und denkt, das ist schon billig. Und die Behörden sind sehr genervt, ja, weil das macht wirklich Angst. Es gibt auch sehr viel Kreativität. Winkelschleifer, umgewandelt zur Motorsäge. Das ist schon mal kreativ. Geht natürlich nicht. Ja, geht, aber geht natürlich nicht.
und eine Lampe, die hat eine Metallschicht und die ist verknüpft worden mit diesem Element, worauf die Stromführung ist. Das heißt, wenn man diese Lampe reindreht, bekommt man schon einen Schock. Ah, das ist auch eine interessante Variante. Das sind alle normale Produkte, nichts Besonderes. Und von jedem von diesen Produkten gibt es ein einziges Vorschrift, zu diesem Produkt getestet werden soll. Und wenn die Unterlagen nicht da sind, können Sie als Importeur oder Verkäufer auch nicht überwachen, ob derjenige, der das herstellt, auch so hergestellt hat, als damals approbiert worden ist. Das heißt, Compliance ist eigentlich Information bekommen, Fragen stellen und etwas halten von Antworten. Ja? Auf safetygate.eu, Sie können das lernen, auch von was da vorgeht in der Markt, Sie sehen sich Produkte, Sie brauchen das nicht raufzuschreiben. Wir haben ein ganzes Informationspaket für Ihnen, können Sie später runterladen. Es gibt Beispiele aus Amerika, aus Australien. Die Klamotten in Australien sind gleich wie Kleidung in Deutschland. Eine Lampe in Amerika ist wie eine Lampe in Europa. Sie können sich diese Beispiele ansehen und denken, das Produkt habe ich auch. Das Risiko kannte ich noch nicht, war mir unbekannt. Ja? Zum Glück, es schaut sich alles komplex an, aber es gibt nur 5 Arten von Risiken. Es gibt sehr viele Richtlinien, aber nur 5 Arten von Risiken. Verletzungen, Auswirkungen auf Körper, gefährliche Substanzen und dann in Holland, aber auch in Deutschland mit dem schönen Wetter, die Umwelt brauchen wir auch, das ist typisch Europa. Und Betriebssicherheit. Betriebssicherheit, das war diese Uhr. Der war nicht betriebssicher. Ja? Das ist eine Achse. Und auf der anderen Achse stehen Richtlinien. Das heißt, ich kann so eine Matrix machen, wenn es Verletzungen gibt, welche Richtlinien haben vor, Risiken auf dieser Ebene abzudecken. Ja? Damit Verletzungen gibt es über Niederspannungsrichtlinie, aber natürlich auch Maschinen, Spielwaren, all diesen Bergsteigerprodukte wie ein Helm oder Sicherheitshandschuhe, wenn die nicht funktionieren, dann verletzt man sich schon. Und diese Matrix geht für die verschiedenen Arten. Ja? Körper, Spielwaren, weil die Kinder alles im Mund nehmen und alles zerbrechen und alles durchschlucken wollen, das geht natürlich auch nicht gut. Kosmetika, weil das ist ja immer auf Körper. Food-Kontaktmaterialien, das ist, wovon man isst, Geschirr, Platten, wo man auch gerade hier ist, das ist, wenn Sie zu Hause eine Platte haben mit einem halben Mickey Mouse, dann sollen Sie sich mal fragen, wo ist die andere Hälfte von Mickey Mouse geblieben? Das ist Food Contact Material. Ja? In Geschirrspüler, sagen Sie, hoffentlich. Aber Food Contact geht auch über Chemikalien. Und dann Microbiological, das sind Bakterien. Und Bällenblas ist sehr gut. Seife, könnte auch Bakterien rein sein. Man überprüft das in China, dann ist es kein Bakterien, dann geht es 8 Wochen auf ein Schiff bei 40 Grad, dann ist es in Deutschland 1 Bakterie, wird 2 Bakterien, wird 4 Bakterien, wird 8. Können Sie ausrechnen nach 4 Wochen oder 6 Wochen, wie viele Bakterien das sind. Man unterschätzt das, aber das gehört zu Chemikalien. Dann gibt es REACH. REACH ist für viele Leute wirklich Kopfschmerzen. Was ist das, in Gottes Willen? Kommt gleich dazu auf Chemikalien. Ist auch nicht so komplex. Das Problem ist, als Unternehmer, man kennt diese Sprache nicht, aber wenn Sie für 3, 4, 10 Jahre oder 2 Monate angefangen sind als Unternehmer, haben Sie schon gewusst, was heißt FOB oder CINF oder ein Letter of Credit oder was heißt das alles? Das sind eigentlich auch Begriffe und als Unternehmer in Produkten muss man diese Begriffe auch ein bisschen lernen. Biozid, das ist auch eine Gruppe von Chemikalien. Sie können sich da merken, Käse ist Käse, Anti-Mausekäse ist ein Biozid. Alles mit Anti, antibakteriell, Anti, das ist Biozid. Brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, es sei denn, Sie verkaufen Produkte, wo das Biozid der Mehrwert ist. Anti-Moskiten-Sachen, da müsste man sagen, welche Biozid ist in diesem Produkt und das soll europäisch gelistet sein. Merken, Käse ist Käse, Anti-Mausekäse ist, genau, Biozid. Nicht mehr vergessen. Es gibt auch Pestiziden, das sind auch Bioziden. Dann Umwelt, Verpack G, sehr aktuell, aber Umwelt ist schon ganz lang bekannt, Verpackungsrichtlinie. ROS,
Ja, es gibt die letzte Zeit auch Rückrufe auf Ross. Und nicht nur Rückrufe, auch die Gesellschaften sind beim Ministerium angemeldet für weitere Untersuchungen. Weil es ist natürlich ein Verstoß gegen Chemikalienrichtlinie. Ja? Und was passiert in der Markt, ist nicht so, dass diese Gesetze sich ändern, aber die Behörden bekommen bessere Messgeräte. Das ist eine Folge, unglaublich, noch von September 11. Da sind sehr viel Geld von, nach 9-11 ist sehr viel Geld in diese Sensorindustrie reingefließt. Wenn Sie auf dem Flughafen sind, dann kommt einer mit ein ganz kleines Gerät und macht mal ganze Untersuchungen von Ihrem Koffer. All diese Technik ist jetzt auch verfügbar für Behörden, aber auch für Sie. Ja, für 300-400 Euro hat man schon einen riesigen Sensor, der zum Beispiel detektieren kann, ob es Blei in Lötmittel gibt. In 5 Sekunden. Oder Schwermetall in Verpackungen. In 10 Sekunden. Ohne Kosten, ohne Aufwand. Das heißt, das Risikoprofil für sich als, und für Sie als Unternehmer ändert sich, wenn die Behörden in der Lage sind, ohne Aufwand zu kontrollieren, ob es stimmt. Ja, das ist auch ein Risiko. Dann Performance. Das ist EMV, weil wie viele Handys sind jetzt hier und alles funktioniert, das ist auch Performance. Und Telekom-Richtlinie sagt auch, Routers sollen funktionieren, jeder hat Recht auf Internet. Wenn es kein Internet gibt, das ist ein Problem, können wir kein Essen bestellen. Vorher war Essen am Top of Pyramide, jetzt ist Internet, weil wir können kein Essen mehr bestellen. Ja? Und wenn keine Richtlinie, dann gibt es immer noch einen General Product Safety Directive. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt immer eine Richtlinie, wo jemand steckt. Besser, Sie haben ein Produkt, die ganz klar unter einer Richtlinie geht, weil dann gibt es immer eine Vorschrift. Bei GPSD müssen Sie selber herausfinden, was ist das Risiko, muss ich auch bestimmte Vorschriften Teile nehmen und selbst basteln. Schwerer. Wie weit muss man gehen? Ja, man muss schon ein bisschen weit gehen, aber ein bisschen Testosteron im Markt soll auch gehen. Ne? Das ist übrigens nicht gefährlich. Naja, da ist doch kein Strom drauf, oder? Es ist aber auch nur gefährlich, wenn man mit einem Bein zugleich rein und raus geht. Zwei Beine ist kein Problem, macht man keine Verbindung mit Erde. Sie brauchen nichts Neues zu lernen. Sie können schon alles, um auch Compliance anzugreifen. Ne? Sie müssen Fragen stellen. Wir sagen Ihnen, welche Fragen das sind, aber Sie müssen Fragen stellen. Und Sie müssen eine Antwort bekommen und etwas halten von den Antworten, die Sie nicht bekommen. Wenn einer Sie einen Preis gibt für ein Produkt und er weiß nicht, was ist der Arbeitsvorgang in der Fabrik, wie etwas gebaut wird oder welche Komponenten da sind, dann ist er nicht der Hersteller. Dann ist das kein Problem. Das ist die Tatsache, er ist nicht der Hersteller. Hat trotzdem eine Rolle in der Markt, ist vielleicht eine Handelsgesellschaft. Aber man kann nicht sagen, ja, zur Behörde, das ist auch was. Wir machen ja Sachen mit einer Handelsfirma und die weiß nichts. Wenn die Behörden dann sagen würden, das ist schon etwas. Ja, das ist dann außerordentlich und dann dürfen sie das machen. Wenn das mal passiert, rufen sie mich an, dann machen wir alle Geschäfte mit dieser Handelsfirma. Eine Handelsfirma hat auch eine Rolle, die kapiert, was sie wollen, weiß, wo das produziert wird und kann Shipments arrangieren oder Verpackungen und so weiter. Aber in jetziger Zeit soll er mehr machen als vorher. Er soll mehr wissen von diesen Produkten. Sonst bringt das nichts. All diese Zeit, die Sie stecken in Vorbereitung von Verkauf von einem Produkt, was Sie nicht verkaufen dürfen, aber auch nicht verkaufen sollen, müssen Sie nicht machen. Ne? Wenn Sie ein Businessmodell suchen, die basiert ist auf Produkten, die man nicht verkaufen soll, dann müssen Sie mal vielleicht an Drogen denken, weil Drogen, das sind die Behörden auch ganz klar, braucht man keine Markierungen, keine Mehrwertsteuer, keine Verpackung, der Markt ist tatsächlich sehr groß, immer da, denke ich, Drogenmarkt, 3-4 Jahre auch noch bestimmt da. Die Mehrwert pro Gewicht, auch nicht schlecht. Ne? Kein Businessmodell? Ja. Das heißt, Fragen stellen, Antworten verfolgen, etwas halten von diesen Antworten, eine Meinung haben Sie, ja? Entscheidungen treffen, das sind eigentlich ganz normale Sachen. Das Problem ist, was soll ich fragen? Kommen wir drauf. Reach. Reach ist Kopfschmerzen für euch, oder? Mal so, mal so.
Es gibt nur vier Wegen, über welche Substanzen uns beeinflussen können. Nur vier. Nicht fünf, nicht drei, vier. Das heißt, Hautkontakt ist Nummer eins. Sie wissen, in welche Sachen Sie den ganzen Tag stecken. Das sind Klamotten. Kleidung ist eine von den größten Produktgruppen mit Rückrufen aufgrund von Chemikalien, weil Hautkontakt den ganzen Tag da ist. Ja? Hautkontakt. Es gibt Chemikalien, die nur über Hautkontakt übertragen werden. Dann Mund, Schleimhaut. Das ist natürlich besonders wichtig für Kinder. Ja? Nicht für einen Rollkoffer. Es sei denn, Sie haben ein besonderes Hobby. Einatmen, das muss natürlich Volumen geben. Das heißt, Teppichen, Gardinen oder Sachen, die Sie ganz lange im Haus haben. Baumaterialien, ja, wie dieses MDF und so. Möbel, aber nicht etwas Kleines. Das Volumen von das, da können so wenig Chemikalien reinstecken. Wie soll ich das einatmen? Ja, das ist auch Risiko. Und dann über den Augen. Augen ist eigentlich Haut, aber ohne Schutzleger. Ja, sonst kann man nichts sehen. Es gibt zwei, drei Chemikalien, die ganz gerne über Haut reinkommen. Formaldehyde ist so irgendwann. Wie gehe ich? Zeit gut? Alles paletti. Aber ich kann diese Chemikalien überhaupt nicht sehen im Produkt. Können Sie? Ein Chemikalien, die werden zu einem Produkt reingebracht, weil die eine Funktion haben. Weichmacher macht etwas. Weich, genau. Wenn das Produkt nicht weich ist, gibt es keinen Weichmacher. Aber wenn Sie Funktionalitäten sehen auf einem Produkt, dann müssen Sie die Frage stellen, über welche Chemikalien ist das gelungen? Und das sind so Beispiele. Ja? Das heißt, eine Frage stellen, genau. Aber Sie müssen es nur erkennen. Kalt ist schlagfest, UV stabil für Außenprodukte, wie das Steigerzeil für diesen Berger. Riecht frisch, ja, wie das duftet. Duften, apropos, und Food-Kontaktmaterial geht sowieso nicht zusammen. Das ist, was Sie jetzt duften, ist ja auch im Essen rein. Wenn Sie etwas kaufen für Food-Kontaktmaterial und Sie denken, das riecht gut, und Sie machen Essen rein, dann essen Sie das. Ja, das heißt, chemische Stoffe erkennen über Funktionalitäten beim Produkt. Extra hell. Leicht zu reinigen. Leicht zu reinigen, was heißt das? Wie machen wir? Das sind nicht Formen. Eine Form macht auch etwas leicht zu reinigen, ja, wenn die Ecke da gut sind. Aber normal eine Tischdecke leicht zu reinigen. Wasserschutz, das sind alle immer Chemikalien. Das heißt, einer macht Chemikalien dazu, Sie brauchen nur zu wissen, welchen. Wenn Sie das wissen, dann ist eine Chemikalienliste, hat immer eine Kassennummer. Das ist nicht meine Name-Abkürzung, danke meine Eltern. Aber eine Kassennummer, das heißt, wir brauchen kein Chemiker zu sein, um zu reden über Chemikalien. Stimmt, es gibt eine Nummer, es ist egal, welches Nummer. Ich gehe zu ECHA, schreibe das Nummer rein und für Packs gibt es dann verschiedene Nummer. Das kann ich lesen, das auch. Lesen können Sie auch, Sie waren schon hier. Und dann steht da bei Packs Übertragungsrisiko. Wo steht da? Packs gibt es nur in Rubber oder Plastik. Das brauche ich, kein Holz zu testen auf Packs. Wenn Sie das Geld rausschmeißen wollen, gerne. Das Labor freut sich. Können Sie mit diesem Tisch testen auf Packs? Gerne. Not detected, not found, $35. Das Labor macht, was Sie fragen. Aber Packs gibt es nur in Rubber oder Plastik. Und Übertragungsrisiko ist Hautkontakt. Das heißt, Bauteile in ein Produkt von Rubber und Plastik, die ich nicht berühren kann, könnte ich testen auf Packs. Ja, können Sie durchaus machen. Es gibt aber kein Risiko. Ja, so funktioniert das. Das kann man lesen, man braucht kein Chemiker zu sein, man braucht nur Informationen zu haben. Welches Teil gibt es im Produkt, welche Materialien. Und derjenige, der das produziert, der weiß das, sonst kann er keinen Preis rechnen. Hierfür müssen Sie achten, es gibt Materialien mit einer CMR-Kategorie und in Spielwaren müssen die nicht reinkommen, weil das lesen Sie selber, ist nicht gut. Sie können auch als Geschäft sagen, es öfter laden oder nicht, das ist mir eigentlich egal. Oder PVC in Verpackung ist mir auch egal. Aber ich möchte nicht solche Substances in meine Produkte haben. Weil es gibt immer Ersetzen. Sonst würde es auch keinen Spielwaren geben. Ja?
Und es geht zum Beispiel, man hat einen Bleistift und irgendwo ist blau inkt und diesen Blaustoff ist ein Indigo Blue und davon gibt es 10 Varianten und 2 haben ein C. Jetzt können Sie raussuchen, welche Bleistifte haben Sie gerne. Mit Indigo Blue mit C oder ohne C? Ich würde sagen ohne. Das ist eine reine Entscheidung und die Chinesen sagt, ja, ich hatte noch diese Indigo Blue, jetzt muss ich mir einen neuen kaufen. Ja, besser ist das. Das können Sie auch erklären. Das versteht der Kunde auch, dass man keinen Krebs bekommt von diesem Bleistift. Ja. Das alles müssen Sie überwachen. Das Überwachen heißt ein Technical File. Und die Behörden suchen sich immer Informationen strukturiert in ein technisches File. Da steht Modell, ja, Apfeltorte 1 oder so. Produktionsdatum, sonst kann man diese Unterlagen nicht verknüpfen mit Produkten. Muss das sein? Nee, das muss nicht sein. Das heißt, wenn man 10 Jahre Produkte verkauft und man hat es nicht verknüpft mit Unterlagen, dann sind die alle 10 Jahre Produktionen gleich. Dann ist es eine Serie. Wenn dann ein Problem ist, haben Sie ein 10 Jahre Problem. Sie tun sich selbst einen Gefallen, machen Sie diese Schichte klein. Und wenn Sie 40.000 Stück verkaufen, dann besser eine Montagsschicht, eine Dienstagsschicht, eine Mittwochsschicht. Statistisch gesehen machen Sie dann sich selbst einen Gefallen, das Risiko senkt. Weil die Mengen immer kleiner sind. Ja? Stichprobe runterbringen. Bill of Materials, Bauteile vom Produkt, von Chemikalien, Bill of Substances, das ist ein Rezept. Ja, sagt der Lieferant, keine Ahnung. Boah, keine Ahnung. Da können wir auch selbst einen Preis erfinden, dann zahlen wir besser 4 Euro weniger. Keine Ahnung. Natürlich hat er Ahnung. Aber das, was er weiß, will er nicht sagen, weil es ist nicht gut. Ja. Fertigungsprozess. Produktnormen, Qualitätskontrolle und wer haftet? Bei CE tatsächlich, wer haftet, wer unterschreibt. Das ist, hat nichts mit das gleiche Framework für Produkte zu tun, das hat mit Unternehmensrecht zu tun, ökonomisches Recht. Das ist jedes Land gleich, aber in Frankreich könnte man 6 Monate im Knast gehen und in Holland bekommt man Bußgeld. Aber es ist schon, wer haftet. Ja? Wer unterschreibt, der haftet. Das geht auch für Produkte ohne CE. Die meisten Produkte, die mit Rückrufen, haben kein CE. Die Behörden schauen sich das an und denken, diese Produktkategorie wird jetzt höheres Risiko. Ah, machen wir diese Richtlinie auch CE. Da muss einer mit unterschreiben. Der unterschreibt, der Chef, und es gibt kein Budget. Ah, das Unterschreiben ist eine Lüge, Betrug. Ja? So spielen die Behörden. Und wir suchen uns so einen Hersteller. Man kann dann sagen, ja, die brauchen wir nicht zu fragen, der hat schon alles. Man könnte auch sagen, er hat schon alles, er könnte auch beantworten. Ja, Sie müssen da ein bisschen umdenken. Nicht als Konsument denken, aber als Unternehmer. Wir machen das, wir unterstützen euch dabei. Wir schauen uns an, was in Brüssel vorgeht, aber auch in die Länder. Und wandern das um. Bei uns fängt man nicht an mit Gesetze, aber mit Produkt. Zement, Babyflasche, T-Shirt, Tisch. Und von Produkt kommen dann vielleicht noch 2, 3 Fragen für einen Kühlschrank, etwas anderes als für Spielwaren. Und daraus erstellt man eine Referenzliste. Und die ist ganz akkurat. Und diese Liste wird auch überwacht. Und über eine Internetschnittstelle kann man das teilen mit einem Lieferant. Und der soll gegen diese Schnittstelle die Fragen beantworten, seine Unterlagen hochladen. Das ist schon effizient. Und was man nicht hat, heißt Risiko. Das kann man dann abdecken mit additionellen Testen, additionellen Fragen, weglaufen. Das sind Entscheidungen. Ja? Und das geht immer im Kreis. Wir überwachen die Liste. Nach 6, 7 Monaten nochmal einen Reorder. Die Liste ist nicht mehr aktuell. Tochterfrei machen, weitergehen. Fängt an mit 75 Euro. Nicht schlecht. Die Behörden mögen das sehr gerne. Sie können es auch teilen, Sie können es nutzen, um Informationen mit Publik zu teilen, aber sonst ist alles geschlossen. Tun Sie sich selbst einen Gefallen, unterschätzen Sie nie Risiken. Denken Sie nie als Konsument. Das ist ein Beispiel von einem von den schlimmsten Produkten auf dem Markt und Sie glauben es vielleicht nicht. All it took was a tiny watch battery to devastate this little girl's health. After she swallowed the button battery, it burned through Valeria's food and windpipes.
This is the latest of many operations at London's Great Ormond Street Hospital to try to repair the damage. For the past year, the three-year-old has been fed through a tube into her stomach and has a bag to collect her saliva. Her mother, Jelena, who's Russian, says it has turned their lives upside down. She hopes Valeria will eventually recover. Essentially, this battery starts working in the esophagus. Surgeons at Great Ormond Street Hospital are seeing one child a month with caustic soda burns caused by button batteries. The most important thing is to be aware that these are extremely dangerous and should be treated essentially like a poison and be kept out of the reach of children. Let's mimic what can happen when a button battery gets lodged in a child's throat. The ham represents the delicate lining of the esophagus, and water, saliva. I'll cover this side, but put another battery here so we can see the chemical reaction that happens. We've left this for just 2 hours, and already a huge amount of damage has been done. If I lift the button battery, you can see all this black marked area. Eventually, this would have burnt its way right through the ham. Same thing with the child's throat. Look, we're like 10 o'clock. When Amari from Newcastle swallowed a button battery last year, doctors warned her mum there could be life-changing injuries. They said that her vocal... Ready? Yeah, steady. Zo een kleine batterie, hè? 18 minuten. Als consument werden ze dat vielleicht niet zo erkennen als een risico. Bij ons in de liste, batterien, immer informatie erover, immer risico, immer waarnemingen. Es gibt sehr viele Beispiele. Lernen ze als ondernemer van wat schon alles voorhanden is. Erfinden ze niet zelfs dat Rad nogmaals, maar nutzen ze die Räder, die daar zijn. We hebben deze. Wo bin ich? Diese Präsentation und mehr Informationen auf ein Restposten-URL zusammengestellt. Da gibt es auch einen Guide für, was man auf ein Etikett machen soll, wie das vorgeht. Was muss auf einem Label sein, Verpackung, Bedienungsanleitung, Mindestensvorgabe. Und wir haben da 3 Compliance-Clips dahingelegt, die normal für unsere Kunden hinter dem Verkauf von Credits reingebracht worden sind. Restposten.de. Da kann man auch diese noch wieder runterladen. Ne? Komm doch. Erzählst du gleich. Fertig.